Guten Tag, meine Damen und Herren. Die AfWW hat in ihrer Medienpräsenz zum Thema Smart Textiles eine Trilogie geschaffen. Und innerhalb dieser Trilogie 2020 wird heute das Thema Sensorik einmal behandelt. Und wir möchten Ihnen hier einen kleinen Überblick über die Entwicklung geben. Die AfWW ist ein branchenübergreifendes Netzwerk aus Baden-Württemberg mit dem Schwerpunkt faserbasierte Werkstoffe. Die AfWW unterstützt ihre Mitglieder in allen Fragen betreffend der kompletten textilen Wertschöpfungskette von der Faser bis zur Anwendung, ist Kommunikator, Multiplikator und Kümmerer, gibt einen Überblick über verschiedenste Technologien und erläutert den Stand der Technik. Und das versuchen wir auch heute mit den Sensoren für Smart Textiles zu machen. Ja, eine kurze Einleitung zu diesem Thema. Textilien werden auch als die zweite Haut bezeichnet. Somit ist die Bekleidung natürlich prädestiniert für die Erfassung von Vitalparametern, also Parametern über den Körper. Sensoren dafür sind in das Textil eingearbeitet. Das sind textile Sensoren, aber es gibt eben auch eine zweite Kategorie. Das sind die diskreten Bauteile, die an das Textil angeknüpft werden. Vitalparameter, das sind natürlich physikalische Größen, die mit resistiven, kapazitiven und so weiter Wandlern in eine elektrische Spannung übertragen werden. Und diese Spannungen stehen dann in einer festen Relation zur Eingangsgröße. Das heißt, wir haben eine physikalische Größe und diese physikalische Größe wird in eine elektrische Spannung umgewandelt. Ja, je nach Wirkprinzip gibt es eine Vielzahl von Anwendungen. Beispielhafte Wirkprinzipien sind natürlich resistive Sensoren, die kennen wir auch aus der Technik. Das ist die elektrische Widerstandsmessung. Zum Beispiel bei einer Dehnung verändert sich dann eben auch der Widerstand und ich kann dann eine Spannung anlegen und kann diese Spannung eben auch als Maß für die Widerstandsänderung messen. Kapazitive Sensoren gibt es sehr viele in diesem Bereich. Wenn ich Drucksensoren brauche oder eben auch als Schalter werden sie auch sehr häufig verwendet, dann ist es eben so, dass ich zwei textile Flächen habe, die sind leitend, also aus leitenden Garne werden die hergestellt und dazwischen habe ich eine Isolierschicht, die aber druckempfindlich ist, das heißt dehnbar ist und somit kann ich dann als Maß für die Kraft kann ich dann eben meine Kapazität messen. Ja, wir können das benutzen für die Vitalparametermessung. Die sind sehr sinnvoll in der Medizin, aber auch für die Reha. Und dann werden sie sehr gerne eben auch noch für den Breiten, aber auch für den Spitzensport zusehends verwendet. Die Vitalparameterüberwachung erfolgt mittels Erfassung von Herzfrequenz, Atemfrequenz, Körpertemperatur, Körperhaltung in der Reha, Körperaktivität auch wichtig in der Reha. Und wenn wir uns einmal die Herzaktivität betrachten, so sind es das EKG, was wir ja schon aus der Medizin kennen. Das sind die Messungen von elektrischen Strömen und Potenzialen, die direkt auf der Haut gemessen werden können. Deswegen eben auch die textilen Sensoren. Ein neueres Gebiet für Textil ist die Elektromyoskopie. Nach diesem Prinzip werden die Muskelaktivitäten gemessen, für den Sport vielleicht sehr wichtig. Temperaturmessung, okay, haben wir darüber gesprochen. Dehnungsmessung, Atmen kann einerseits über eine Dehnungsmessung erfolgen oder auch über die Thoraximpedanz. Das klingt recht kompliziert. Das Bild rechts unten kann hierzu Aufschluss geben. Ich gebe also bei den zwei rot gekennzeichneten Sensoren, gebe ich einen Wechselstrom rein und kann dann quasi über die grünen Sensoren, kann ich dann quasi eine Impedanzmessung, eine Widerstandsmessung machen und dadurch erhalte ich eben auch ein Maß für die Atmung. Bewegung, letztendlich auch über Dehnungsmessungen kann das erfasst werden, Körperhaltung auch über Drucksensoren. Das sind jetzt ein paar Beispiele, wie diese Parameter erfasst werden können. Gehen wir mal beispielhaft den Temperatursensor durch oder auch den Feuchtesensor, die funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Die Erfassung von Temperatur oder Feuchtigkeit ändert dann in dem Garn den Widerstandswert der leitfähigen Garnkonstruktion. Zum Beispiel kann das auch in einem Bandgewebe eingearbeitet werden. Dazu ergibt sich eine flächige Überwachung, die etwas zuverlässiger sein dürfte als die reine punktuelle Temperaturüberwachung.
Und der Schlüssel natürlich für diese Sensoren, das sind in allen Fällen die leitfähigen Garne. Und da gibt es auch unterschiedliche Prinzipien, wie diese leitfähigen Garne hergestellt werden können. Einerseits kann es eben auch sein, dass Metalldrähte eingearbeitet werden in mein Gewebe, in mein Gestrick, in mein Gewirk. Und dadurch habe ich eben auch die leitfähige Funktion eingearbeitet. Es gibt aber eben auch metallbeschichtete Fasern, die zu einem Stapelfasergarn verarbeitet werden. Das sind dann meistens Polyamidfasern, die eine Nanobeschichtung mit Silber haben. Da gibt es die Firma Statex, die sowas macht, aber auch die Firma Zimmermann verarbeitet sehr viel dieser Fasern und Garne und ist sicherlich eine Koryphäe im Bereich der leitfähigen Garne. Dann hat es in der Vergangenheit, da bin ich nicht mehr so ganz auf dem Stand der Technik, hat es hier Versuche gegeben, über Nanotubes in der Schmelze eben auch leitfähige Polymere herzustellen. Das hat anfänglich funktioniert, aber bei längerem Gebrauch ist die Kette der Leitfähigkeit in den Fasern unterbrochen worden, sodass diese Garne nicht mehr zuverlässig gearbeitet haben. Wie weit der Stand der Technik ist, wie gesagt, kann ich im Moment nicht ermitteln. Drucksensoren arbeiten häufig nach dem kapazitiven Messprinzip. Das heißt also, diese zwei leitenden Flächen aus leitenden Garne sind durch eine flexible, also zusammendrückbare Zwischenschicht getrennt. Und diese Zwischenschicht muss auch noch isolierend sein. Dann habe ich eben einen Drucksensor, der kapazitiv arbeitet. Eine Änderung des Abstandes aufgrund des Druckes oder einer Kraft bewirkt dadurch eine Änderung des Signals proportional dieser Krafteinwirkung. Man kann auch ein Array von Drucksensoren herstellen. Das heißt also, ich habe eine Matrix dieser Sensoren in ein Textil eingearbeitet. Das ist dann wichtig, wenn ich wissen will, an welcher Stelle einer bestimmten Fläche ich besonders hohe Drücke habe. Das kann helfen bei der Dekubitusprävention. Dort kann ich eben erkennen, wenn eine Körperstelle immer einem sehr starken Druck ausgesetzt ist, das führt nachher zur Schädigung. Dem muss ich vorbeugen. Und so ein Array wird auch eingesetzt in Schuhsohlen, damit ich eine Laufanalyse durchführen kann, damit ich meine Bewegungsabläufe optimieren kann entsprechend. Ja, Herzaktivität, sehr anspruchsvolles Thema. Ganz kurz zur Einleitung noch einmal. Das kennen wir aus der Physik. Das ist das Prinzip nach Galvani, 1792 bereits entdeckt. Er hat dort experimentiert mit Froschschenkeln und man hat eben erkannt, dass man Muskeln durch elektrische Ströme zur Kontraktion anregen kann und umgekehrt Muskeln erzeugen bei der Kontraktion messbare elektrische Ströme und Spannung. Und das kann man sich natürlich bei der Messung dann entsprechend zunutze machen. Diese Ströme können auf der Körperoberfläche, auf der Haut, können die abgenommen werden durch vornehmlich Textilelektroden. Das ist die beste Möglichkeit, hier diese Signale einmal abzunehmen. Diese Signale werden dann an einem, also bis heute, Stand der Technik heute, werden an ein Steuergerät weitergegeben, das dann vermutlich über Bluetooth diese Signale dann weitergibt an Smartphone oder welche Einheit auch immer. Ja, Herzaktivitäten, die Messung der EKG erfolgt über diese textilen Elektroden. Wir haben hier rechts ein sehr schönes Beispiel, wo diese Elektrode einmal in einem Textil eingearbeitet wird. Die Firma Karl Mayer hat das hier rechts einmal realisiert. Das sind leitende Garne, die aufgestickt wurden. Die Signalbeeinträchtigungen können hier allerdings auftreten, dadurch, dass sich diese Elektroden nicht fest auf der Haut befinden, sondern verschiebbar sind. Dadurch gibt es vielleicht hier und da nochmal Aussetzer dieser Peaks und dieser Ströme. Das ist aber nicht so schlimm, wenn ich ein Langzeit-EKG aufnehme. Und man muss eben dazu Sorge tragen, dass diese Elektroden über eine bestimmte Kompressibilität stärker an die Haut angedrückt werden. Und im Sportbereich ist die Signalaufnahme auch etwas besser, weil der Körper innerhalb von 5 Minuten meistens anfängt zu schwitzen. Hier habe ich dann eben die Feuchtigkeit, die bei der Signalübertragung noch mithilft. Das heißt also, eine Hydrophilierung dieser Elektroden oder des Textils würde auch zu einer Verbesserung der Messung beitragen. Sie eignen sich besonders gut, also die textilen Sensoren eignen sich besonders gut für ein Langzeit-EKG.
Das konnte bisher so noch nicht realisiert werden, weil die Elektroden, die bei einem EKG üblicherweise in der Medizin verwendet werden, tragen zu einer Hautirritation bei, wenn sie länger getragen werden. Und die Medizin hat hierdurch ein neues Forschungsfeld, in dem ich Langzeit-EKGs aufnehmen kann und entsprechend interpretieren und aufarbeiten kann. Ja, weitere Messprinzipien für das EKG, für die Überwachung von Körperfunktionen, das ist die Photoplethysmographie. Klingt kompliziert, das ist die Lichtreflexionsreografie und die Pulsoximetrie. Damit kann ich die Sauerstoffsättigung des Blutes messen und gleichzeitig eben auch die Pulsfrequenz kann ich über die Sauerstoffsättigung abnehmen und die Herzfrequenzvariabilität. Das ist also nicht ganz das gleiche wie das EKG. Das Prinzip funktioniert wie folgt. Rechts oben können wir das einmal sehen und so kann man das dann auch sehen, wenn ich zum Beispiel eine Apple Smartwatch habe, der neuesten Generation. Da habe ich an der Unterseite habe ich LEDs, das heißt also Licht wird emittiert, wird quasi in den Oberarm oder in den Unterarm hineingegeben und an der Arterie und an der Vene wird die rötliche Verfärbung des Blutes, je nachdem, wie viel Sauerstoff in dem Blut enthalten ist, kann ich dadurch messen. Das heißt, ich habe eine Reflexion und eine Fotodiode kann diese Reflexion aufnehmen und dadurch erhalte ich ein Signal über diese Herzfrequenzvariabilität oder der Pulsfrequenz bzw. auch der Sauerstoffsättigung. Sauerstoffsättigung, das kennen Sie, wenn Sie im Krankenhaus einmal diesen Fingerclip bekommen haben, der funktioniert nach dem gleichen Prinzip und dort kann ich eben die Sauerstoffsättigung des Blutes messen. Ja, ein weiteres Thema, relativ alt, aber für Textil ist das ein sehr, sehr neues Thema. Das ist die Elektromyographie. Die EMG ist eine Messung der Muskelaktivität und der Muskelpotenziale und sie wird bisher eingesetzt in der Diagnostik bei Nerven- und Muskelerkrankungen, neuerdings auch bei Spitzensportlern. Und hier ist es eben so, dass bei der Messung mit diskreten Sensoren auf der Haut, also nicht invasiv, ich kann ja zum Beispiel auch mit Nadeln, kann ich quasi die Nervenbahnen direkt abtasten. Aber hier beim Textil ist es natürlich, dass ich Sensoren auf der Haut habe. Und hier kann ich eben schauen, ob ein Nervensignal, was ich erkannt habe, bereits beim Muskel ankommt oder noch nicht. Das ist wichtig, wenn ich zum Beispiel in der Unfallchirurgie ein Körperteil quasi operiert habe und sehen möchte, ob die Nerven schon gewachsen sind oder sich verbunden haben oder nicht. Ich kann es auch, diese Elektromyographie kann ich auch bei Spitzensportlern anwenden. Wenn ein Gewichtheber zum Beispiel in seinem Oberschenkel vier Muskelstränge hat, wie wir alle natürlich, dann kann er aber erkennen über die Elektromyographie, zwei dieser Muskelstränge, die bringen 100% Leistung, zwei Muskelstränge bringen nur 70% und dann weiß er ganz genau, wie er sein Training ausrichten muss, damit die nachlassenden Muskeln dann eben auch noch gestärkt werden können durch ein spezielles Trainingsprogramm. Ja, Elektromyographie, ganz wichtig, möglicherweise in Zukunft für die Prothetik. Das ist noch ein Zukunftsbereich, ist das. Ich kann natürlich die Nerven und die Muskelsignale kann ich natürlich auch verwenden für die Ansteuerung von Arm- und Beinprothesen. In der Technik kann man das teilweise schon sehen. Also hier gibt es Prototypen. Ich kann dadurch die Griffkraft, die Griffgeschwindigkeit, kann ich entsprechend dieses Muskelsignals, was ich abgenommen habe, damit kann ich dann die Prothese steuern. Es gibt hier allerdings eine Problematik. Das System ist noch nicht so ganz sicher. Ich muss diese Prothesen, muss ich anlernen. Weil ich kann nicht genau wissen, an welcher Stelle dieses Muskelsignal abgenommen wird. Und dazu hat die Firma für die Prothetik, ist natürlich die renommierte Firma Otto Bock, die hat hier ein Patent geschaffen. Die hat hier für eine Armprothese, wie auf dem Bild rechts zu sehen ist, hat sie ein Sensorenarray angesetzt und dadurch kann sie dann quasi über dieses Array genau die Stelle sehen,
an der diese Muskelaktivität stattfindet und kann dadurch eben auch die Prothese anlernen. Das ist allerdings noch in den Kinderschuhen und ja, ich denke, hier wird man in absehbarer Zeit die ersten Erfolge sehen können. Ja, wir haben jetzt über die Körpersensoren gesprochen, also Sensoren, die textil ausgebildet sind und die textil, die direkt auf der Haut wirken. Wir kennen aber auch diskrete Bauteile, diskrete Sensoren, die in das Textil eingearbeitet werden, entweder aufgestickt werden oder wie auch immer appliziert werden. Zum Beispiel für die Temperaturmessung können diese Bauteile eingesetzt werden. Hier hat man beim MIT in den USA hat man eine Vielzahl dieser Sensoren, hat man in ein Kleidungsstück eingebracht, um ein besseres Bild über die Körpertemperaturen zu bekommen. Interessanter erscheint mir hier rechts unten diese Applikation zu sein. Hier hat man Beschleunigungssensoren in ein Textil oder an ein Textil appliziert, um die Lageerfassung zu messen. Wir wissen, die Firma Bosch kann extrem kleine Beschleunigungssensoren herstellen und die Lageerfassung funktioniert dann wie früher die Kreiselkompass-Lagebestimmung in der Avionik. Hier kann ich also sehen, wo meine Hand quasi im Raum ist und das kann man natürlich sehr gut anwenden für die Reha. Um Fehlstellungen oder Aktivitäten der Körperteile zu messen nach einem Unfall oder bei einer bestimmten Erkrankung. In der häuslichen Altenpflege wäre das zum Beispiel sehr vorteilhaft, gerade für die älteren Herrschaften, wenn sie alleine zu Hause sind. Ein weites Betätigungsfeld allerdings tut sich hier auf über diese Lageerfassung in dem Zusammenspiel zwischen Mensch und Roboter, weil hier kann man quasi kann man eine Zusammenarbeit mit dem Roboter erzeugen, eine sichere Zusammenarbeit mit dem Roboter. Und man kann natürlich auch für die Prozessüberwachung kann man natürlich auch die Qualität der einzelnen Handhabungsschritte besser erfassen. Ja, das ist der Stand der Technik bis heute. Wenn wir uns die Datenbanken einmal von AIF, DFG, BMBF und so weiter durchschauen, dann erkennt man allerdings, dass es hier noch ein weites Betätigungsfeld gibt in der Zukunft. Und zu dem Thema Grundlagenforschung habe ich mal ein Thema herausgesucht und wir wären alle froh, wenn dieses Forschungsvorhaben erfolgreich gelänge, denn was dort drin steht in der Überschrift kontinuierliche Überwachung der Körperfunktion durch in die Kleidung integrierte selbstenergieversorgende Graphensensoren mit Funkübertragung der Signaldaten auf das Smartphone. Also wenn das gelingt, dann sind wir einen weiten Schritt voraus. Denn die Integration in das Textil ist wichtig, die Energieversorgung ist natürlich wichtig. Wir wollen nicht immer eine Batterie haben und die Batterie tauschen wollen. Und wir wollen natürlich auch die Funkübertragung der Signaldaten wollen wir bewerkstelligt haben. Das wäre ein sehr, sehr großer Erfolg, wenn das machbar ist. Eine Nummer kleiner macht es das IKTS. Die forschen zurzeit an trigoelektrischen Nanogeneratoren. Die wollen erstmal versuchen, über ein Textil oder über eine Folie in das Textil eingearbeitet, die Energieversorgung herzustellen. Ja, und wenn man sich diese Forschungsvorhaben einmal anschaut, dann kann man eben fünf Entwicklungsziele herausarbeiten. Das ist natürlich nicht. Ist natürlich zum einen die höhere Zuverlässigkeit. Hier geht es um einen verbesserten Kontakt zur Haut. Es sind die geringen Herstellkosten. Da muss noch dran gearbeitet werden. Wir brauchen eine rationelle Massenfertigung. Zurzeit ist es eher eine Einzelfertigung. Wir wünschen uns eine höhere Genauigkeit bei der Messdatenerfassung, einen höheren Integrationsgrad. Das ist das A und O zur Gewichtsreduktion und auch zum besseren Handling des Kleidungsstückes und vor allen Dingen auch gerade was die Medizin anbelangt, bei den medizinischen Geräten wünscht man sich eine verringerte Sichtbarkeit, die ich natürlich nur durch diesen höheren Integrationsgrad herstellen kann. Man kann sich vorstellen, wenn jemand gehandicapt ist, dann möchte man nicht unbedingt, dass die Mitmenschen direkt sehen,
dass Körperfunktionen überwacht werden oder dass man ein Handicap hat. Und deswegen ist das auch ein wichtiges Thema für die Zukunft, den Integrationsgrad bzw. diese Sichtbarkeit zu verringern. Wir können von daher einmal zusammenfassen. Die Herausforderung bei textilen Sensoren hinsichtlich Zuverlässigkeit, Robustheit und Genauigkeit besteht weiterhin. Daran wird gearbeitet. Sehr viele Themen im Bereich der Smart Textile Sensorik befindet sich noch in der Grundlagenforschung, Energieversorgung, Funkübertragung. Textile Sensoren mit direktem Hautkontakt haben in vielen Fällen Vorteile gegenüber diskreten Sensoren. Sie können genauer arbeiten, weil sie direkter dran sind an der Haut. Und eine Vielzahl von Sensoren zur Vitalparameterüberwachung sind erprobt und am Markt erhältlich, allerdings bisher nur im hochpreisigen Segment. Das hat vielleicht mit der Fertigung zu tun. Und für die Bereiche Medizin, Reha, Fitness und Leistungssport muss es eine sinnvolle Zusammenstellung der Funktionen geben. Das, was wir erkannt haben, ist, dass es eben Textilien gibt, wo alle Funktionen integriert sind, wo man alles messen kann. Dieser Datenfluss muss aber interpretierbar sein. Das heißt, in Zukunft wird sich die Medizin damit auseinandersetzen müssen, Lösungen oder Systeme zu finden, wo nicht alle Parameter gemessen werden, nur die sinnvollen. Dazu müssen diese Daten analysiert werden, möglicherweise mit künstlicher Intelligenz, damit es letztendlich aufgrund dieser Datenflut eine konkrete Aussage gibt von der Medizin. Und hier hat man bei dem Studium der Literatur hat man gesehen, hier kann sich möglicherweise ein neuer Bereich in der Medizin herauskristallisieren. Das heißt jetzt Lifestyle-Medizin. Und möglicherweise vereinigt diese Lifestyle-Medizin alle diese Punkte, die ich hier in dem letzten Punkt einmal genannt habe. Ja, damit sind wir einmal durch mit diesem kleinen Tutorial. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und die AFBW steht selbstverständlich weiter für Sie zur Verfügung, für alle Fragen, die Sie haben, auch zu diesem Tutorial. Herzlichen Dank und auf Wiedersehen.